Mein geschätzter Herr Bundesminister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete. Also wir sind Oppositionspartei und wir stimmen diesem Sozialbericht zu, weil doch sehr interessante Fakten und Analysen darin enthalten sind, die, denke ich, eine etwas qualitätsvollere Diskussion durchaus verdient hätten. Ich zitiere jetzt nicht den Kollegen Lorca, der von Unsinn und so weiter gesprochen hat. Der Bericht wurde erstellt vom Wirtschaftsforschungsinstitut, von der Statistik Austria, gemeinsam mit dem Sozialministerium. Und ich denke, wenn man sich als Republik Österreich schon ein Wirtschaftsforschungsinstitut leistet mit hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann sollte man zumindest die Analysen ernst lesen und auch ernst nehmen. Und die Analysen sind eindeutig. Man muss es nicht teilen, man kann unterschiedliche Schlüsse daraus ziehen, aber es abzuwerten und es in Grund und Boden zu reden, ist, glaube ich, jetzt nicht Beginn einer qualitätsvollen Diskussion. Also das, was eindeutig in diesem Bericht zutage tritt, und das sind Fakten, die statistisch messbar sind, ist, dass die Schere zwischen Arm und Reich tatsächlich in Österreich zunehmend aufgegangen ist. Es ist ein Faktum, dass die Löhne und Einkommen weniger gestiegen sind als die Unternehmens- und Vermögenseinkommen. Das ist ein Faktum. Jetzt kann man sagen, das ist uns egal. Es ist auch ein Faktum, dass jährlich mittlerweile 12 Milliarden Euro an Erbschaftsvolumen jedes Jahr umgesetzt wird. Jetzt kann man sagen, das ist uns egal, aber ich denke, dass es trotzdem ein sehr berechtigter Ansatz ist, in diesem Bereich auch der nach wie vor unfairen Abgabenbelastung. Auf Arbeitseinkommen ist die Abgabenbelastung nach wie vor wesentlich höher als auf Unternehmens- und Vermögenseinkommen. Als das zu diskutieren und hier auch Maßnahmen zu überlegen, ohne hier gleich irgendwie in ein marxistisches Eck gestellt zu werden. Es wird in der ganzen Welt im Übrigen diskutiert. Ein Punkt, der uns sehr schmerzt und der, denke ich, politisch schon ernst ist, dieser Bericht wurde 2 Tage nach dem Vorstellen des Regierungsübereinkommens ÖVP-SPÖ erneut für 2017 und 2018 präsentiert. In diesem Bericht sind teilweise alarmierende Beschreibungen der Situation, insbesondere was die Situation von Frauen in Österreich betrifft. Hier führt der Bericht aus, dass es nach wie vor eine wirkliche Ungleichbehandlung der Arbeitsstunde am Arbeitsmarkt gibt. Es wird von einer systematischen Diskriminierung von Frauen am Arbeitsmarkt gesprochen. Hier noch gar nicht einberechnet, dass 75% der Menschen, die in Teilzeit arbeiten, weiblich sind und fast die Hälfte aller Frauen oder mehr als die Hälfte mittlerweile in Teilzeit arbeiten. Das ist noch gar nicht einberechnet. Es geht um den Unterschied in der bloßen Einkommensstunde. Und dass diese Erkenntnisse keinen Eingang in das Regierungsübereinkommen gefunden haben. Und das können wir so nicht akzeptieren. Es kann nicht sein, dass diese Bundesregierung mit einem neuen Regierungsübereinkommen für die nächsten 2 Jahre auf die Frauen und auf Frauenpolitik in Österreich generell vergisst und es komplett ausklammert. Ich sage ein Beispiel, Mindestlöhne. Mindestlöhne, ich habe von allen Clubobleuten Bereitschaft gehört, über das ernsthaft zu diskutieren. Mindestlöhne wurden verschoben in eine Arbeitsgruppe, wieder an die Sozialpartner ausgelagert, obwohl es in 22 von 28 EU-Ländern gesetzliche Mindestlöhne gibt. Jetzt kann man diskutieren, in welchen Branchen ist das jetzt tatsächlich eine Spreizung, die schwer finanzierbar ist. In welchen Branchen ist das tatsächlich der Fall? Aber schauen wir uns wirklich die Dienstleistungen an, um die es geht. Das sind Dienstleistungen, die wir tagtäglich in Anspruch nehmen. Wenn wir in der Konditorei einen Kaffee trinken gehen, wenn wir zu einer Friseurin gehen, wenn wir in irgendeiner Form einen Anwalt besuchen oder eine Ärztin oder einen Arzt besuchen, die Ordinationsgehilfinnen, die Helferinnen dort verdienen alle weniger als 10 Euro die Stunde. Und ich denke, das könnte es uns schon wert sein, hier zumindest ein Einkommen von zumindest 1.300 brutto im Monat zu garantieren und das nicht weiter zu verschieben, sondern das sofort in Angriff zu nehmen. Das wäre mein Appell auch an Sie als Sozialminister. Der zweite Punkt, der wirklich unter den Nägeln brennt. Ich meine, die letzten 40 Jahre sind die Mieten um fast 1.000% gestiegen, die Einkommen um 620%. Irgendwie ist das Thema Mieten und Wohnen, obwohl es ein wahnsinnig relevantes soziales Anliegen ist, eine der relevantesten sozialen Themen, komplett ausgespart worden. Es gab im Jahr 2013 im Regierungsübereinkommen noch ein Versprechen dieser Bundesregierung, sich das Mietrecht anzuschauen, hier eine große Reform zu machen. Im neuen Regierungsübereinkommen findet sich das nicht. Und ich finde, so ein sozial Bericht sollte schon Anlass sein, dieses schwarze Loch soziale Gerechtigkeit in diesem Regierungsübereinkommen neu zu überarbeiten. Dazu hätten wir ja wohl die Möglichkeit. Abschließend die Maßnahmen, die Sie jetzt sehr wohl im Ministerrat beschlossen haben. Ich nehme nur ein Beispiel her. Das ist
die Kürzung oder beziehungsweise die Abschaffung der Familienbeihilfe für Kinder, die im Ausland sind. Das steht hier nicht drinnen, es steht hier im Kapitel Pflege drinnen. Aber wenn man sich die Situation im Pflegebereich ansieht und dann die tausenden Pflegerinnen aus unseren Nachbarstaaten, die teilweise für 3 Euro die Stunde, 24 Stunden rund um die Uhr zur Verfügung stehen, eine wesentliche Säule auch unserer sozialen Sicherheit darstellen, dann frage ich mich schon, liebe SPÖ, wo Ihr sozialer Gerechtigkeitsverstand hingekommen ist, weil diesen Frauen einen eigentlich Lohnbestandteil wegzunehmen und bei der Pflege gar nichts zu machen und so zu tun, als gäbe es hier kein Problem, das ist wirklich aberwitzig. Und da möchte ich auch gerne mal mit dem Herrn Bundeskanzler Kern in einen Dialog treten. Was ist Ihr Verständnis von sozialer Gerechtigkeit, wenn Sie hier Forderungen erfüllen, die jahrelang die FPÖ erhoben hat, schwarz-blaue sozusagen Sozialpolitik jetzt im Regierungsübereinkommen, ein sehr, sehr guter Sozialbericht, ich sage es noch einmal, wir stimmen Ihnen zu, aber soziale Lebensrealitäten komplett ausblenden. Und die Frage der Pflege ist in Österreich ein Thema. Und wenn Sie diesen Fonds das wegnehmen, wird das in diesem Bereich zu einem Notstand führen. Durchschnittsalter von den slowakischen Pflegekräften 42. Die haben alle Kinder zu Hause, kleine Kinder, sind teilweise alleinverdienend und brauchen natürlich auch eine gewisse Absicherung, um diesen Kindern, während sie weg sind, und das tut schon auch weh, ja? 3 Wochen, 2 Wochen von Kindern getrennt sein. Frau Kollegin, wissen Sie, was ich möchte? Ich möchte, dass wir in diesem Pflegebereich endlich einmal hinschauen. Das ist auch sozusagen eine Aufforderung an den Sozialminister. Ich möchte nicht, dass wir einen Sozialbericht hier einfach in die Schublade legen, der sehr viele kluge Ansatzpunkte hat. Und ich möchte auch nicht, dass in dieser Gegeneinanderpolitik auf Kosten von Gruppen, die in unserer Gesellschaft sehr viel an sozialer Sicherheit leisten, mögen sie auch nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben, dass die auch die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Soziale Gerechtigkeit muss endlich angegangen werden. Die Schere zwischen Reich und Arm geht weiter auf. Die soziale Gerechtigkeit im Regierungsübereinkommen erinnert an die FPÖ-Politik der letzten Jahre und ist keine Zukunftsvision.